Jeder kennt sie, die gut gemeinten Ratschläge wie: Geh in die Freude, begegne deine Angst und überschreib einfach deine Glaubenssätze. Und jeder weiß, wie man sich dabei fühlt, vor allem dann, wenn man im Trauma feststeckt und es nicht umsetzen kann. Aber warum ist das so? Unser heutiger Gast hat darauf eine klare Antwort. Er sagt, das meiste davon ist Schwachsinn. Mutige Aussage. Doch wir gehen ihr auf den Grund, denn wir wollen es auch wissen, wie er darauf kommt. Heilung durch Bewusstsein. Ist das die Wahrheit oder nur ein Konzept? Und wenn letzteres der Fall, was braucht es wirklich? Im Gespräch mit dem Autor und Coach Michael Begelsbacher. Herzlich willkommen hier bei Welt im Wandel TV. Vielen Dank. So schön, dass ich hier sein darf. Toll. Ganz toll, die Anmoderation. Super. Freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe gerade gesagt, Michael Begelsbacher? Wie spreche ich es richtig aus? Begelsbacher wäre richtig, aber spielt auch keine Rolle. Ist ja nur Name. Ich habe an Bagel gedacht. Gar nicht schlecht. Ja. Begelsbacher. Genau. Gut zu merken. Das muss ich mir merken, ja. Oh, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Ja, du bist seit 20 Jahren Helfer für Menschen im Entwicklungs- und Bewusstwerdungsprozess, wie man es auch immer nennt. Du stehst sozusagen mitten im Zentrum des Geschehens, was mit den Menschen gerade los ist. Mhm. Und du wurdest auch oder bist auch bekannt für dein Buch. Leidest du noch oder lebst du schon? Mhm. Also ganz kurz und knapp als Eingang. Was sagst du? Warum leiden die Menschen in der jetzigen Zeit, obwohl doch so eine Überfülle an spirituellen und psychologisch fundierten Rezepten und Ratschlägen existieren? Ja, ich bin tatsächlich seit 28 Jahren täglich mit Menschen zusammen. Ich bin vor 33 Jahren gezwungenermaßen auf den Weg gekommen. Ich war Unternehmer, ich bin auch Handwerker gewesen, hatte sehr viele Firmen und wusste gar nicht, warum ich das alles mache. Und zum Glück brach dann irgendwann alles zusammen. Und dann habe ich es nicht geschafft, mich umzubringen. Das war dann nämlich noch on top blöd. Ne? Dachte ich, jetzt bin ich sogar davon so blöd. Und dachte ich, jetzt muss ich den Rest meines Lebens weiter überleben. Dachte ich, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Es kam eine ganz komische Idee. Ich dachte dann, also bevor ich sterbe, ich könnte ja noch eine Bank überfallen. Dachte ich, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Da könnte doch was passieren. Dachte ich nicht, da würde nichts passieren. Ich hatte die Hoffnung, dass ich dann erschossen werde sozusagen. Also schon ein bisschen spooky. Damals wusste ich nicht, warum ich das gar nicht machen kann und warum ich wirklich hier bin. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, ich habe auch mal Informatik studiert. Ich bräuchte eine Virenscanner-Software. Denn diese ewig wiederkommenden Gedanken, du bist nicht gut genug oder du bist dumm oder, da bräuchte ich mal so einen Scanner, der das mal löscht. Dann dachte ich, naja, aber das geht eben nicht. Was ist das denn? Was ist das Problem? Dann habe ich mit allem Möglichen mich auseinandergesetzt, mit der Bhagavad Gita, mit Kurs in Wundern, alles Mögliche im psychologischen Bereich gelernt und medizinisch habe ich mich auch fortgebildet, um einfach zu verstehen, ich war immer so ein Typ, der sagte immer, es geht nicht, gibt es nicht. Gott sei Dank habe ich diesen Glaubenssatz. Der kann natürlich sehr behindern, weil man immer alles beweisen muss, klar. Und dann ist mir klar geworden, es sind immer die wiederkehrenden Gedanken. Dann habe ich natürlich solche Bücher gelesen, wo es darum ging, achte nicht auf deine Gedanken, versuch sie einfach loszuwerden. Dann habe ich Kurse besucht, wie man Glaubenssätze verändert. Dachte ich, ja, ich habe einen Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug bin, dass das Leben schwer ist, dass immer ich schuld bin und so. Und dann habe ich versucht, diese Glaubenssätze zu ändern und habe gemerkt, es geht so nicht so leicht. Dann habe ich Chakra-Seminare gemacht, Feuerlaufen. Ich komme ja ursprünglich also alles. Auch, alles, was ich so machen kann. Alles, was so viele von unseren Zuschauern auch machen. Wahrscheinlich, ja. Das sind ja total schöne Ideen. Ist doch gut, wenn man sich auf den Weg macht und was ausprobiert. Schade ist es nur, wenn man nicht merkt, dass es dann doch letztendlich nicht funktioniert. Dann war das Problem, ich bin dann auch zu Psychologen oder Psychologinnen, zu Ärzten, weil ich ja, also heute würde man sagen, ein Burnout hatte. Damals hieß es schwere Depressionen. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Als der Arzt zu mir gesagt hat, sie haben schwere Depressionen, dachte ich, hatte keine Ahnung vom Psycho. Ich war eher ein Psycho. Dachte ich, kann man das essen? Muss man googeln. Dachte ich, um Gottes Willen, das stimmt, ich habe Depressionen. Ja, das stimmt eigentlich. Dann wurde mir klar, was sind Depressionen? In der Natur gibt es keine Depressionen. Ich habe meine Pflanzen angeguckt. Keine Pflanze hing rum und sagte, ich bin heute so depressiv, wenn mich mein Herrchen nicht gießt. Nein, die sind im Jetzt und werden nicht depressiv. Nur ein Mensch.
der sich nicht mit seinen Gedanken beschäftigt, der immer diese wiederkehrenden Gedanken und Glaubenssätze auffliegt und sie sich dagegen wehrt, wird verlieren. Und dann wird man depressiv. Depression ist einfach Widerstand gegen das, was ist. Also habe ich weiter geforscht, dachte, spannend. Ich muss mal diese Glaubenssätze elicitieren, das heißt hervorlocken und dann ein paar neue dagegen setzen. Dann habe ich das gemacht, was viele machen, stand blöd vorm Spiegel, habe gelacht und gesagt, ich bin geiler Typ. Irgendwas in mir hat gesagt, sag mal, Alter, hast du sie nicht mehr alle, du bist doch scheiße. Da dachte ich, oh shit, jetzt habe ich eine Psychose. Das kenne ich auch. Und dann habe ich so weitergefragt, dachte ich, okay, was ist das für ein Anteil in mir, der sagt, das stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich werde noch kranker, weil ich versucht habe, mit den nächsten Glaubenssätzen, ich habe Zettel an den Kühlschrank, hing da und die habe ich dann irgendwann gar nicht mehr gesehen. Und dann habe ich weitergeforscht und habe gemerkt, Moment, es sind nicht die Gedanken. Da würde ich jedem Weisheitslehrer heutzutage widersprechen, es sind nie die Gedanken. Die Gedanken brauchen einen Treibstoff. Und der Treibstoff für die Gedanken sind unsere Gefühle. Und da würde ich gerne ganz kurz mal was zeigen für die Zuschauer. Was passiert da? Ich zeige da jetzt gleich einen Chart, um zu zeigen, was passiert dahinter? Denn meine Aufgabe in diesem Leben ist es, den Menschen eine Bedienungsanleitung für ihr Leben zu geben. Wir haben die alle nicht. Und mal, dass jeder für sich nachprüfen kann, hat der Typ einfach einen Dachschaden oder kann es sein, dass es stimmt? Ich sage meinem Patienten oder Klienten immer, glauben Sie mir bitte bloß nicht. Ich könnte ja auch wieder irgend so ein Konzept vertreten. Ich werde es Ihnen aber beweisen anhand eines Konzeptes, wie einfach es ist. Und manchmal werde ich, pardon, nach 10 Minuten blöd angemacht. Die sagen dann, Sie wollen mir jetzt nach 10 Minuten sagen, was es geht? Echt jetzt? Dann sage ich, sorry, dass ich so lange gebraucht habe, ich hätte es in 10 Sekunden sagen können, aber Sie haben mich ja jetzt gerade, Sie haben ja gerade was erzählen wollen und ich wollte Ihre Geschichte hören. Also bevor du loslegst, ich habe ja deine Übung, also wir hatten ja schon telefoniert und ich bin ja auch so ein Selbstforscher und da habe ich schon gemerkt, wie das wirkt, ja. Aber es kam nach 3 Tagen Arbeit ein Gefühl hoch, wo ich irgendwie zutiefst traurig wurde und es bedauert habe auf einmal, wieso muss ich fast 50 werden und war 50 Jahre und dann musste ich weinen, weil ich so erschöpft mich fühlte und müde war, weil mir zum ersten Mal, weil ich es wirklich bewusst gefühlt habe, dass ich müde bin von diesem Kampf im Kopf. Lebensmüde, ja. Und eigentlich es nie befreit habe. Und es immer wieder in der Dauerschleife von vorne anfängt. Die Situation sich wiederholen, die Streitereien sich wiederholen, Geldthema kommt, geht. Ja. Das wollte ich mal kurz anfangs noch erwähnen. Wenn Menschen jetzt dir zuhören und es macht Klick, was sagst du denen, die dann sagen, wie jetzt, ich war 10 Jahre in Therapie und jetzt kommst du da mit 10 Minuten und alles bricht auf? Das sage ich eben den Patienten oder Klienten. Sind sie sich nicht böse? Auch vor allen Dingen nicht den Therapeuten. Die geben immer ihr Bestes, können es halt vielleicht nicht besser. Und ich sage immer, wissen Sie, ich bin seit 33 Jahren auf dem Weg, mich gibt es seit 28 Jahren. Wenn Sie so weit gewesen wären, wären Sie zu mir gekommen. Aber Menschen, die zu mir kommen, sind ein bisschen lebensmüde eigentlich, ne? Weil sie sich ganz klar von mir sehr liebevoll, sehr respektvoll anhören dürfen, weil sie eben nicht besser wussten, aber weil sie eben nicht wissen. Und dann sind die oft geschockt und sagen, das kann doch jetzt nicht sein, dass Sie mir in 10 Minuten erklären, was Sache ist. Ich war beim Professor sowieso, ich war in Hawaii bei Schamanen, so ist alles toll. Aber wieso, ich hätte es Ihnen auch nach 10 Sekunden sagen können. Aber vielleicht ist es ja die Reise, die dann denjenigen zu dir führt. Das ist der Punkt. Ich sage immer, wir kriegen sie alle, über kurz oder lang, denn das Leid, und das ist das Schöne, Krankheit ist total, also Krankheit ist ein komisches Wort, wir sind nicht krank, aber nehmen wir es mal, Menschen, die sich als krank fühlen und das Wort benutzen, werden durch diese geniale Form des Körpers, diese Krankheit, dazu gebracht, geführt, etwas zu tun. Aber nicht so ein Käse wie, du musst einfach nur etwas im Außen ändern. Oder ändere doch deine Haltung, du musst eine Entscheidung treffen. Das ist völliger Unsinn, weil in uns ist eine absolute Todesangst. Wenn mir ein Psychologe hat mal zu mir gesagt, also Herr Begelsbacher, Sie haben Glaubenssätze, Sie müssen sie nur ändern. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich probiert, aber es klappt nicht. Dann sagt er allen Ernstes zu mir, Sie müssen ein bisschen mehr mitmachen. Sonst sind Sie therapieresistent. Dann habe ich gesagt, was genau sind Sie nochmal Psychologe oder was machen Sie eigentlich beruflich? Weil Psychologe können Sie nicht sein oder Sie haben es nicht geschnallt. Wenn ich das, was Sie mir sagen, machen soll, zum Beispiel, er hat zu mir gesagt, Sie haben abends so Stress mit Ihrer Frau. Das habe ich mir tatsächlich eingebildet. Heute weiß ich, hatte nur Stress mit mir. Dann hat er gesagt, gehen Sie doch mal zu Ihrer Frau und reden Sie mit ihr über Ihre Bedürfnisse. Dachte ich, das kann ich ja mal machen. Es ging nicht.
Ich bin dann so vom Wohnzimmer gestanden, noch ein bisschen an die Chakra-Seminare gedacht, habe ich den Mist noch geglaubt und habe mich so richtig aufgepumpt und gesagt, ja, ich bin in meiner Kraft und ich habe eine liebenswerte Frau und das ist doch alles total toll und die ist doch auch verliebt, die hat doch selten einen Sprengstoffgürtel an, was machst du für ein Theater? Ist doch nicht so. Dann stand ich vor der Wohnzimmertür und gesagt, ja, meine geliebte Frau, jetzt sage ich ihr mal, dass es bei uns nur suboptimal läuft, um nicht zu sagen, kacke. So, jetzt komme ich da rein, damals war ich 30, ich kam rein. Meine Frau sieht, dass ich anders bin, dass ich nicht auf Ärger aus bin, wie ich halt früher war. Ich habe nicht gewusst, dass meine Frau meine Ersatzmama ist, die ständig bestrafen wollte. Ich habe es auch nicht geschnallt. Und dann bin ich rein ins Wohnzimmer. Sie sitzt da, sie guckt mich komisch an, so. Und meine Spiegelneuronen kennen das aus der Kindheit. Sofort war ich 5. Der Blick. Ja, der Blick. Unsere Spiegelneuronen erkennen sofort schon als Säugling. Da stimmt was nicht. Der Körper macht so, das Reptilien, das erkläre ich gleich. Und dann war ich nur noch 5. Dann habe ich mich wie ein kleiner Junge gefühlt, der einfach nur noch versucht hat, lebend aus dieser Nummer rauszukommen. Dann hat mich meine Frau gefragt, was ist mit dir los? Ich konnte nichts sagen, ich war total verwirrt. Dann bin ich raus und dachte, ich bin doof, ich kriege das nicht hin. Bis mir klar wurde, nee, was der Psychologe labert, ist einfach Müll. Ich war gerade gefühlt in einer Todeszelle. Wie kann mir ein Psychologe sagen, widmen Sie sich Ihrer Frau? Das war eine Todeszelle, in der ich mich befunden habe. Das schaffst du nicht. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Dadurch habe ich dann meine Methode entwickelt. Ich mag das zwar nicht zu sagen, ich habe eine Methode entwickelt, ich habe nichts Neues entdeckt, aber ich habe ein methodisches Vorgehen entwickelt, um Menschen zu helfen, dass sie sich selbst helfen. Dein lernen. Vorgehen, was seit 20 Jahren letztendlich seit funktioniert. 28 Jahren. Ja. So viel Zeit muss sein. Okay. Schön, dass man es schon erklären kann. Ist ja auch egal. Okay. Also, dann habe ich mir überlegt, was ist das Problem? Ich schließe meine Augen, da kommen diese Gedanken. Und dann habe ich gedacht, nee, die werde ich jetzt mal nicht wegmachen. Ich werde ihn nicht wegmachen, wie alle sagen, achte nicht auf die Gedanken, geh gegen deine Glaubenssätze. Ich habe einfach mal erforscht, wo kommen die Gedanken her? Dann habe ich gemerkt, Mist, noch nicht mal das kriege ich raus, wo die herkommen. Die waren plötzlich da. Aber jeder Gedanke hatte einen gemeinsamen Nenner, denn einen biochemischen Prozess. Es wurde hier eng oder hier. Dann dachte ich, aha, wenn ich an was Negatives denke, dann sieht es mein Gehirn und unser Gehirn kann zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden. Da glaubt mein Gehirn, das läuft jetzt. Ob das vor 5 Minuten, ja, oder vor 50.000 Jahren war. Mein Gehirn glaubt, es läuft jetzt live. Und dann kommen diese biochemischen Prozesse, die im Trauma eingefroren wurden, das würde ich nachher noch kurz erläutern, hoch. Und dann fühlst du dich nicht mehr wie 30. Dann bist du ein kleines, hilfloses Kind. Vielleicht, wenn du im Mutterbauch schon traumatisiert wurdest, das noch nicht mal Ahnung hat, was hier passiert, weil es nicht sehen kann. Und das Baby geht auch nicht zur Mutter und sagt, wie geht's dir? Nee. Das Baby kann ja nicht mal laufen, nicht mal reden. Gar nichts. Nicht mal nichts. Das heißt, du bist in einem Trauma. Ja. Du bist in einem Trauma gefangen, erinnerst dich. Und stammelst, ja. Und stammelst, ja. Wenn du überhaupt schon stammeln kannst. In der Regel kannst du gar nichts mehr machen. Das heißt, du wirst in deine Vergangenheit katapultiert, wirst zu deinem jüngeren Ich und dann ist dein präfrontaler Kortex hier vorne offline. Weil das Reptilien da hinten, das prähistorische Gehirn, also Stammhirn heißt es medizinisch, übernimmt das Kommando, hat diesen Flight-and-Fight-Modus. Das sorgt dafür, dass du nicht mehr denken kannst. Das macht ja die Natur, Flight oder Fight. Du kannst auch nicht drüber nachdenken, wenn dich jemand angreift. Du musst handeln. Also wird das Gehirn abschalten, sagen, du musst leben, dass diese Nummer raus, mach die platt. Oder nee, lauf erst weg, oder wenn ich mach sie platt. Dann stammelst du irgendwas dahin. Und das Schlimme ist dann, als ich aus dem Wohnzimmer raus bin, von meiner Frau stand ich in der Küche und dachte, was bist du für ein Idiot? Du gehst dahin und willst da was regeln? Und das, was ist, ist noch nichts passiert? Und dachte ich, ja, das ist mein Problem. Ich glaube immer, ich bin schuld. Jetzt bin ich auch noch schuld. Und dann wurde mir klar, ich bin immer schuld, kriegst du um die Ohren geworfen. Ich zeig jetzt mal dieses Demo-Objekt, das ich meinen Videos auf YouTube zeige. Ich wurde dann zum einem kleinen Kind im Wohnzimmer. Und dieser kleine Junge konnte nicht wissen, dass es nicht meine Mutter ist. Der konnte nicht wissen, dass es hier um Leben und Tod geht. Der kleine Junge hat sich an die hilflose Erfahrung erinnert, als es bei mir im Mutterbauch schon passiert ist, dass meine Eltern nicht auf mich vorbereitet waren. Und da saß ich in der Todeszelle und habe überlebt. Das heißt, ich wurde zu einem kleinen Kind und jetzt kommt der Punkt. Ich gehe ins Wohnzimmer, in die Küche und denke, was bist du nun für ein Versager und für ein Idiot? Das heißt, ich habe so gemacht. Als mir das klar wurde, dachte ich, nee, was fühle ich denn jetzt? Jetzt bin ich ja weg, meine Frau ist gerade nicht da. Ich habe meine Augen geschlossen, habe meine Hände da hingelegt und gedacht, hier ist eine wahnsinnige Energieverdichtung. Und da der Nervus vagus, der 10. Hirnnerv, den Bauch innerviert, das heißt, die ganzen Nervenbahnen gehen ins Gehirn, wird diese Energieverdichtung sofort im Gehirn Alarm machen, Reißleine ziehen und dann bist du offline. Dachte, jetzt übernehme ich endlich mal die Verantwortung für mich. Was fühle ich? Ich fühle mich wie ein kleiner, hilfloser Junge, der gerade nur im Wohnzimmer überleben wollte. Um Gottes Willen, dachte ich.
Dann habe ich die Puppe da noch nicht gehabt. Dann habe ich gedacht, ich habe gerade auf dieser Ebene versucht zu überleben und ich habe nichts Besseres zu tun, wie mit dem zu sagen, also jetzt verpiss dich mal, wegen dir habe ich jetzt Ärger. Dann habe ich das Gefühl angenommen, dann kamen wahnsinnig viele Tränen und ich habe mich wie ein kleiner, hilfloser Junge gefühlt, der einerseits eine Todesangst gefühlt hat, andererseits war das ein sehr ambivalentes Gefühl. Dieser Teil in mir hat auch so eine Art Freude entdeckt, weil er gemerkt hat, jetzt ist Michael mal online, der übernimmt endlich mal die Verantwortung für sich, fühlt seinen Schmerz oder Schmerzkörper, sein inneres Kind und ist da und kümmert sich nicht um seine Frau. Ist doch all genug. Und auch nicht da um irgendwelche Schmerzvermeidungsstrategien. Das heißt, ich habe das gefühlt, habe intuitiv meine Hände dahin gelegt und war einfach nur glücklich, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht schuld und dieser Teil auch nicht. Und wenn ich immer nur sage, meine Frau ist schuld, ja, dann sage ich es doch nur, weil ich damit nichts zu tun haben möchte. Oder am Handy rumspiele, ich glaube, damals gab es noch keine Handys. Was auch immer ich gemacht habe als Übersprungshandlung, war doch nur, um das nicht zu fühlen. Also diese darf ich dich unterbrechen kurz? Sie immer gerne. Mir kam gerade diese Übersprungshandlung, die mir immer bewusster werden. Und vor allem jetzt seit 3 Tagen, wo ich mit deiner Art und Weise an das Gefühl ranzugehen arbeite. Ich werde viel empathischer. Okay. In dem Moment, das innere Kind habe ich nicht gefühlt, sondern ich fühle mich zum ersten Mal in meiner Wahrheit, in meiner Präsenz. Ja. Und dann macht es auch Sinn, was die spirituellen Lehrer sagen, weil ich habe dann gespürt, ah, das meinen die mit, geh nach innen. Aber es geht ja noch tiefer, es ist ja so plakativ, diese Worte. Und ich habe gemerkt, dass ich plötzlich viel wachsamer werde, die Sinne hellfühliger, hellwissender. Und ich dadurch auch plötzlich, egal was mir jemand erzählt, denke, Information, Lehrer, Informationsmüll. Warum redet der gerade so viel? Und was erzählt er mir überhaupt? Ich habe gar nicht danach gefragt, um etwas nicht zu fühlen. Richtig. Vielleicht eine Unsicherheit in der Begegnung oder ich muss jetzt reden, kann jetzt nicht still sein. Das ist unglaublich, was man dann erstmal wahrnimmt. Ja. Und kann man sagen, dass Worte eigentlich nur deckeln? Ja, Ablenkung. Absolute Ablenkung. Wir sprechen immer davon, ich möchte in der Mitte sein. Wenn das die Mitte ist, da möchte ich hin. Okay, Gedanken lenken mich in diese Richtung ab und Gefühle in diese Richtung. Jedes Gefühl, und wie schön es auch sein mag, lenkt mich immer von der Mitte ab. Also Gedanken, positive oder negative, lenken mich von der Mitte ab. Es sind eh nur Gedankenmüll. Wir haben zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken am Tag. Und ein normaler Mensch hat sicherlich 60.000. Und das sind 99,9% Schrott. Das heißt, entweder ich lasse mich von meinen Gedanken ablenken oder von meinen Gefühlen. Ich bin nie im Hier und Jetzt. Und es geht auch nicht. Hier und Jetzt gibt es nicht. Zeiten gibt es sowieso nicht. Aber da können wir jetzt stundenlang drüber referieren. Warum nicht? Das macht jetzt keinen Sinn. Wir haben noch Zeit. Okay. Für Menschen gibt es tatsächlich ein zeitliches Konzept. Und zwar, jetzt habe ich leider meinen Stift nicht da. Okay. Spielt jetzt keine Rolle, ich kann es auch so zeigen. Brauchst du ihn unbedingt? Nee, ich kann es auch so mit dem Finger zeigen. Da. Ich fange los, ich hole dir den. Nee, das ist lieb von dir, vielen Dank. Hier ist die Mitte, das ist die Gegenwart. Rechts ist die Zukunft, ist im Gehirn so angelegt, und links ist die Vergangenheit. Wenn also jemand sagt, du bist jetzt hier, du sollst jetzt im Hier und Jetzt sein. Da gibt es ja ganz tolle Bücher, die ja theoretisch recht haben, aber praktisch nie erklären, wie das geht und dass es gar nicht geht. Wenn ich im Hier und Jetzt wäre, bin ich ja wieder in der Zeit gefangen. Also, okay, ich möchte nicht so weit ausholen, das ist sonst zu kompliziert. Wenn ich also hier bin und ich sage, oh, ich habe ganz tolle Ziele. Ja, die sind natürlich in der Zukunft. Kam allerdings noch nie jemand da an. So, wenn ich jetzt hier bin, bin ich ja wieder hier. Warum möchte jemand von hier nach hier? Warum sagt jemand, ich habe das Ziel? Nichts dagegen zu sagen, aber Ziele lenken ja ab. Weil er was nicht fühlen will. Das ist der Punkt. Und zwar, ich suche eine Lebensaufgabe, weil man die Bedeutungslosigkeit nicht fühlen will. Genau. Ich möchte nur dahin, weil ich mich hier nicht wohlfühle. Und warum fühle ich mich nicht hier wohl? Weil es eine Vergangenheit gibt, die in mir lebt. Manche Weisheitslehrer sagen, Vergangenheit ist vorbei. Schön wär's, die Vergangenheit lebt rund um die Uhr in mir als kleines Kind. Das sagt, Michael, wo bist du? Und ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss am Handy rumspielen, du wirst mir sonst zu mächtig. Und dann sagt der Kleine, ach ja, ich bin immer noch scheiße. Manche Psychologen sind der Meinung, man muss nicht an Gefühle gehen. Das ist natürlich ein Todesurteil für die Menschen. Ganz viele Menschen kommen mit schwersten Krankheiten, mit allem, die kommen die zu mir. Ich habe tausende von Menschen begleitet, die nur krank geworden sind, weil sie bei irgendjemand waren, die gesagt haben, das machen wir heute nicht mehr an Gefühle gehen. Sie müssen positiv denken, erschaffen sie ein neues Ich. Ja, das heißt doch einfach, ich darf nicht das, was ich in mir fühle, jemals heilen. Der kleine Michael war Zeit seines Lebens auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Jetzt kommt nur der Punkt. In dem Moment, wo du traumatisiert wirst, macht dein Körper zu. Wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst, machst du es ja nur, weil du es nicht weißt. Danach fährst du nicht mehr auf eine heiße Herdplatte. Kann man sagen, dass, also was ich so beeindruckend fand, was bei mir sehr lange nachgewirkt hat, ist dein Satz oder
Ich zitiere sehr gerne. Michael Bagelsbacher. sobald du einmal mehr, sobald du einmal mehr als einmal über etwas nachdenken musst, bist du in einem Muster gefangen. Hast du aber gut aufgepasst, ja. Das war für mich der Schlüsselsatz. Bitte erkläre uns genau das. Sehr gerne. Ganz kurz noch zum Trauma. Im Trauma wird sein Herz verschlossen. Du bist also so gefühlt in der Einheit, egal in welchem Alter. Das passiert ja in einer sehr sensiblen jungen Zeit. Du fühlst dich im Bauch deiner Mutter schwerelos, beschützt, behütet, Vollpension über die Nabelschnur, alles da. Und auf einmal passiert irgendwas. Das geht nie um Schuld. Aber es passiert was, was den Körper überfordert. In der Psychologie nennt man es Wahrnehmungsschock. Du bist so geschockt von dem, was du wahrnimmst, und da du das nicht, da der Körper sich jetzt auflösen würde durch einen Apoplex, Schlaganfall oder Herzstillstand, hat die Natur einen Riegel vorgeschoben. Die macht Klack, Sicherung fliegt raus. Wenn wir jetzt so viel Licht anhätten, fliegt die Sicherung raus und fackelt uns die Bude ab. Damit die Dendriten, die Nervenfasern im Gehirn nicht durchbrennen, fliegt die Sicherung raus. Sicherung rausfliegen heißt, du machst zack, abschalten, und jetzt hast du, bist du erst entspannt, dann macht's Klack. Voller Katecholamine, Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, der Körper macht zu, muss alles einfrieren, Bilder, Geräusche, und er muss vergessen, was gerade passiert ist, sonst würde er es nicht überleben. Jetzt weiß allerdings der Organismus nicht mehr so richtig, was war denn jetzt eigentlich? Das heißt, er wird sich ganz langsam wieder entspannen, aber immer so auf halb acht sein, weil er weiß ja nicht, was ist denn jetzt eigentlich los? Ein ganzes Leben lang. Ja, ein ganzes Leben. Diese innere Unruhe, die Menschen haben, immer nur diese Angst. So, jetzt bist du immer so am Limit. Und jetzt ist dieses Gefühl, das da eingefroren wurde, sorgt dafür, dass du sofort, das macht passiert autonom, dein Herz verschließt, eine dicke Stahltür davor machst, und ich wüsste immer, sag ein Bodyguard davor, du kommst ja nicht rein. Reizreaktionsmuster sind es. Du wirst mit dieser Idee rausgehen, ich habe jetzt ein gebrochenes Herz, weil ich so doof war und mein Göttern, die mich erschaffen haben, also meinen Eltern vertraut habe, dabei sind ja völlig verpeilt. Du verschließt dein Herz, hast die positive Absicht zu überleben, indem du sagst, ich werde niemand mehr dir trauen. Ich gehe da raus und werde niemandem trauen. Dann wunderst du dich, warum du beziehungsunfähig bist. Du wirst doch nicht allen Ernstes, eine Frau aussuchen, die mir das gibt, was ich nicht hatte. Ich habe ja keine Referenzerfahrung. Wie soll ich jemals rausfinden, was Liebe ist? Wenn eine Frau, egal ob Mann, in die Annonce schreiben würde, weil sie das eben erlebt hat, allein, Papa war nicht da oder auch zu viel, und dann fühlt dieser Mensch Einsamkeit. Und diese Einsamkeit möchte man lösen. Also schreibt man Annonce, suche liebenswerten Mann. Er hätte man auch hinschreiben können, suche Papa. Warum schreibt man denn immer so einen Scheiß hin? Ich suche liebenswerten Mann, eigentlich suche einen Papa, einen Ersatzpapa, der gefälligst das liefert, was mein Papa nicht geliefert hat. Und weh, du lieferst es nicht. Und ich werde sauer auf dich sein. Ja, ja. Du wirst alle meine Knöpfe drücken und ich werde dich hassen. Und bitte bleib dann trotzdem bei mir. Ja, genau. Und erkenne, dass ich deine beste Freundin bin. Das heißt, du gehst raus auf der Suche nach dem heiligen Gral und denkst, ja, ich will doch einfach nur geliebt werden. Ja, warum? Weil du dich selbst einen Scheiß um dich und dein inneres Kind kümmerst. Du brauchst einen Pausenclown, der dich davon ablenkt, einen Ersatzpapa oder einen Drogendealer. Ich möchte, dass du mich liebevoll anschaust. Dass Serotonin und Dopamin fließt. Also bitte, liebe Peggy, ich brauche ein paar körpereigene Drogen. Kannst du mit Drogendealen, schau mich liebevoll an. Ich mach mich so wie meine Mama. Sag mal, geht's noch? Wenn du so guckst, Peggy, dann muss ich mich womöglich noch um mein inneres Kind kümmern und die Verantwortung übernehmen. Ich schieb's doch lieber auf dich. Bitte, also Peggy. So, jetzt würdest du die Frage nochmal wiederholen. Entschuldigung. Also eigentlich habe ich festgestellt, ich denke, es geht vielen so, ich war mein Leben lang eine Reizreaktionsmaschine. Und ich habe auf alles nur reagiert, weil etwas mich eigentlich an ein Trauma erinnert, was ich jetzt gerade nicht fühlen will. Also, wieso schneidet der mich so? Wieso unterbricht der mich? Ja, wieso sieht die so gut aus? Wieso hat die Frau alles und ich nichts? Ist da egal, was es ist. Ne? Ja. Also im Grunde kann man sagen, wir leiden, ohne es zu merken. Das ist der Punkt. Das nennt man, wenn man Lernstates benutzt, nennt man das unbewusste Inkompetenz. Du bist doof und weißt es nicht. Also doof ist nicht böse gemeint. Aber du weißt nicht, dass du nichts weißt. Das ist natürlich die dämlichste Stufe, die es gibt. Aber die ist menschlich und normal. Du hast keine Ahnung, dass du keine Ahnung hast. Jetzt kommst du zu mir. Ich sage dir, oh, schönes Phänomen. Du hast keine Ahnung davon reichlich. Das kenne ich von früher. Jetzt erzähle ich dir mal, dass du das alles nicht weißt. Ich erzähle dir, warum es so läuft. Ich erzähle dir, was du sofort in der ersten Stunde machen kannst. Du musst nie mehr kommen. Ich sage dir, wo das Problem ist. Und es ist ja ein Problem und kein Kontrablem. Geh proaktiv damit um. Da wirst du sagen, hey, wenn mich meine Frau blöd anmacht, da werde ich verdammt nochmal die Verantwortung übernehmen, da reinfühlen, feststellen, der kleine Junge oder das kleine Mädchen taucht auf. Und dann bin ich am Ort der Heilung. Und ich bei meiner Frau und sage, du hast, was weiß ich, keine Ahnung, was man sagen könnte, nicht gekocht. Nee, ich sage zu meiner Frau, du machst was falsch, anstatt zu sagen, du hast jetzt irgendwas Komisches gemacht. Hör auf damit.
Oder wurde es kritisiert oder gegängelt oder so? Ein Psychologe hat mal ernsthaft zu mir gesagt, sie müssen mit ihrer Frau über ihre Bedürfnisse reden. Da dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was? Das ist ja völlig Banane. Warum mache ich das? Wenn ich zu meiner Frau gehen würde und sage, Schatzi, irgendwie haben wir da ein Problem, wenn du das nicht so machst, wie ich es mir wünsche, ja, bitte, das fällt mir nicht. Mein Psychologe hat gesagt, du sollst auch mal ein bisschen nachdenken. Also setz dich doch mal in meine Lage. Mach das doch bitte. Ja, aber was ist, wenn du einen Partner hast, der sich dann deinetwegen oder für dich ändert? Das kommt doch sowieso, wenn er sein eigenes inneres Thema nicht löst, früher oder später wieder hoch. Ein Partner würde sich nie für dich ändern, denn kein Mensch ist bereit, in die Todeszelle zu gehen. Du hast tief drin so einen starken Schmerz, diese Traumaenergie, die in deinem Körper gebunden ist. Du kommst mit einem leeren Gefäß auf die Welt und das ist dann randvoll in diesem Moment. So, ich schätze mal, so 70-80% deiner täglichen Lebensenergie von 100% substituierst du, also nimmst du als Schutzschild, um das zu schützen. Du schützt dich immer davor, dass du nicht verletzt wirst. Mit 20% können wir überleben. Klar, wir leben ja maximal 100, können schon 140 werden, wenn wir das nicht machen müssten. Mhm. Jetzt kommst du zu mir und ich sage, im Außen gibt's kein Problem. Es gibt nur das Problem, dass du keine Beziehung zu dir hast. Also lass es mal mit außen. Stelle eine Beziehung zu deinem inneren Kind her. Gib diesem Kind das, was Mama und Papa nicht geschafft haben. Sei endlich mal da. Dann löst sich das und hast du immer weniger Traumaenergie. Dann brauchst du immer weniger Schutzschilde. Und schon hast du 50% für also noch mehr für Kreativität, für was auch immer frei. Anstatt immer irgendwie dein gebrochenes Herz zu schützen. Der Punkt ist, was ganz wichtig ist, was viele selten, also wenn sie zu mir oder zu uns kommen, schon erleben, ist, es geht nicht, dass du einfach etwas veränderst. Dazu müsstest du einen freien Willen haben. Dein Reptilienhirn dir sagt dir ständig unbewusst, was du zu tun hast, nämlich zu überleben, zu gefallen, zu performen, Liebe und Anerkennung zu kriegen. Wenn du also sagst, aber Michael, da sagen doch die großen Lehrer, du musst einfach ein Ziel haben, erschaffe ein neues Ich oder ändere deine Außenwelt, geh auf die Außenwelt zu. Was ist das für ein Käse? Ich habe doch kein Problem mit der Außenwelt. Ich habe doch immer nur ein Problem mit mir. Mit deiner Innenwelt, ja, mit deinem Körper eigentlich. Ja, eigentlich hast du Angst vor der Reaktion, der biochemischen Reaktion in dir. Das ist es. Mach doch jetzt gerade so die Umwelt da draußen, wie auch immer sie nennen mag, schafft es jetzt gerade, die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Du kannst einem Menschen keine Angst machen, wenn er keine Angst vor sich hat. Aber wenn du als Versicherungsvertreter, als Beispiel, so jemand sagst, sie haben keine Berufsunfähigkeit, nö, brauche ich nicht. Wissen Sie, was da passieren kann? Da wird er dir so Angst machen, dass es hier eng wird. Dann weiß er, wenn es hier eng wird, schalte dein Hirn ab und dann unterschreibst du ganz schnell, Hauptsache, der ist weg. Ja, aber das ist doch in der Gesellschaft überall. Es fängt ja schon an. Gestern stand an der Wand, wie schützen Sie sich und Ihre Familie? Wenn ich das Wort schützen lese, geht innerlich sofort ein Programm ab. Das heißt, so werden wir tagtäglich 24 Stunden in einem der Todeszone gehalten. Im Dauerschlaf gehalten, ja. So, jetzt kommt der Punkt, ganz wichtig für die Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn dir jemand sagt, ändere was, dann hast du jetzt verstanden, okay, das ist eine absolute Todesangst. Du bist nicht handlungskompetent. Du kannst auf dieser Ebene, willst du nur überleben. Meine Aufgabe ist es, dem Menschen in der ersten Stunde schon zu erklären, pass mal auf, du kannst nichts dafür, ist aber blöd gelaufen. Der Richter würde auch sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich sag dir jetzt mal, was hier läuft. Ich sage jetzt mal, dass du es verstehst, dann kommst du in die bewusste Inkompetenz, da weißt du wenigstens, dass du nichts wusstest und dann helfe ich dir, gebe dir eine Bedienungsanleitung für dein Leben, dass du sofort, wenn du rausgehst, was machen kannst. Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir käme, ich habe mit dem Finanzamt immer Probleme, also ist jetzt für viele, ich spreche jetzt fürs Kollektiv, zum Beispiel, boah, ey, ich muss schon wieder was bezahlen, ich mache den Brief nicht auf, ich bin total in dieser Ohnmacht, sobald ich dieses Finanzkarma da habe. Super Beispiel, vielen Dank dafür. Da ist ein Brief. Ich nehme das ist ein Brief. Mhm. Hat jetzt jeder gesehen. So, und jetzt steht sich vor dem Brief und denkt, ich mache das nicht auf. Mhm. Warum? Weil du jetzt in einer Todeszelle sitzt. Jetzt taucht der Schmerz der Vergangenheit auf. Das hat ja nichts mit dem Finanzamt zu tun. Sondern was würde ein Mensch sagen? Ja, aber ich muss da was bezahlen. Sag ich, hast du den Knall nicht gehört oder was? Du lebst in Deutschland, du musst bezahlen. Also, das ist doch ganz klar, dass du was bezahlen musst. Wieso machst du diesen Brief nicht auf? Vor was hast du Angst? Ja, dass ich so viel bezahlen muss. Sag ich, nein. Du hast Angst, dass du wieder mit deinem jüngeren Ich konfrontiert wirst, dann bist du so klein und sagst, das ist total ungerecht, was die Onkels da von der Finanzdingens da schreiben. Und ich habe überhaupt keine Wahl zu sagen, ich würde aber gern weniger bezahlen. Es geht immer nur um Ohnmacht. Wenn du den Brief aufmachst oder nicht aufmachst, machst du es nur, weil du Angst hast vor deinem eigenen Körper, dass Gefühle auftauchen, die dein Reptilien informieren, Frontalien abschaltet. Du machst den Brief allen Ernstes nicht auf. Seit wann wird es bezahlt, wenn man den nicht aufmacht? Da kriegst du Ärger.
Du kannst keine intelligenten Entscheidungen mehr treffen, wenn ein Reptilien sagt, ich bin nicht bereit, dieser Energie zu begegnen, dass jemand was von mir möchte und ich es ungerecht empfinde. Ja, und dann würde ich jemand sagen, lass den Brief zu. Super. Habe ich jetzt auch probiert. Und jetzt setz dich hin und schließ deine Augen, fühl mal, wie es sich anfühlt. Dann wirst du feststellen, du fühlst dich nicht altersadäquat, sondern fühlst dich wie ein kleines Kind, das jetzt überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Ein Erwachsener würde das Ding aufmachen und würde sagen, ja gut, Bruder bei der Fische, mach mal das Ding auf und lach mal ein bisschen drüber oder wird bezahlen oder wir gucken einfach mal, ist das rechtens? Wenn nicht, dann klären wir das. Das wäre eine intelligente Entscheidung, aber du triffst keine intelligenten Entscheidungen, wenn du im Flight oder Might Fight Mode. Du lässt es manchmal liegen. Du lässt es liegen und da wird es immer schlimmer. Wochenlang Todeszone. Ja. Du sagst also, ich möchte jetzt nichts mit dem, wenn ich jetzt von mir spreche, ich möchte nichts mit dem kleinen Michael zu tun haben. Der sitzt vor dem Brief und sagt, ist ein böner Brief von meinen Eltern, die haben mich nicht lieb. Das Finanzamt will sowieso nur so viel von mir. Denn wenn sie mich lieb hätten, würden sie sagen, nein, mein Geschätzchen schenken wir das. Nee. Kann es sein, dass da auch ein Gefühl drunter liegt von, ich muss etwas ständig geben. Ständig muss ich geben und bekomme nichts, weil Finanzamt gibt dir nichts. Ja. Da ist es wirklich der Stellvertreter in der Perfektion für deine Familie oder wie auch immer, was du erlebt hast. Mhm. Und dieses, ich bin müde, ich will nicht mehr nur abliefern, funktionieren und vielleicht auch Geldthema triggert, eventuell nichts zu haben und zu sterben. Gelb ist immer nur das Geld ist immer nur Gelb toll. Ja, Gelb stimmt auch, hat auch das dritte Sicherheit mit Gelb, vielleicht mit auch. Sicherheit. Und das heißt, in Sicherheit geht's nie. Ah, okay. Das ist nicht wahr. Was ist Pendant von Sicherheit für dich? Was ist das Pendant von Sicherheit? Ja, ist Umkehrschluss von Sicherheit. Unsicherheit. Oder? Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Ja. Also, es geht doch nicht um Sicherheit. Es geht darum, dass ich Angst vor der Unsicherheit habe. Genau, weil ich keine Sicherheit habe und ich will die Unsicherheit nicht fühlen, suche ich ja Sicherheit im Geld. Das ist ein kleines Kind, das sich unsicher fühlt. Wenn du jetzt, Entschuldigung, dass ich immer lache, aber irgendwie... Nein, das ist doch cool. Ich sage zu meinen Patienten auch immer, nehmen Sie das Leben nicht so ernst. Lassen Sie zusammen ein bisschen lachen. Wenn jemand zu mir sagt, ich bin depressiv, dann teste ich das immer, was wirklich ist. Er sagt, ich bin depressiv und ich sage, ich bin Michael. Wenn er da nicht mehr lacht, denke ich, oh, das war jetzt nichts, das ist wirklich depressiv. Eine Frage dazwischen, darf ich? Immer. Ich frage jetzt, weil ich will dich nicht in deinem Ganzen rausholen. Viele sagen ja auch, oh, wenn du in die Gefühle gehst, ich habe Sorge, dass ich dann retraumatisiert bin und gar nicht mehr rauskomme aus der Nummer. Weil es gibt ja Gefühle, die wirklich so schlimm sind, vielleicht auch ein Geburtstrauma, wo du... wirklich Ohnmacht hast und vielleicht dann irgendwie zusammen sagst, was machst du mit so einem Menschen? Immer mal erklären, dass er keine Angst haben muss. Und es ist immer wichtig, mein Job besteht immer darin, den Menschen zu erklären, also erstmal zuzuhören, da hat jemand Angst vor einem Retrauma. Ja klar, ist doch eine berechtigte Idee. Wenn ich weiß, es macht so keinen Sinn, dann erkläre ich das liebevoll und sage, okay, Sie haben Angst, dass Sie mit Gefühlen konfrontiert werden, die Sie nicht mehr handeln können. Also, dass sie sich aus Versehen durch die Methode retraumatisieren. Jetzt erkläre ich Ihnen aber mal, dass sie sich schon 100.000 Mal jeden Tag oder ihr Leben lang retraumatisiert haben. Und zwar, warum? Nehmen wir mal an, habe ich schon mal davon gehört, dass es Finanzamtbriefe gibt. Ne? Da liegt ein Finanzamtbrief. Jetzt wirst du mit deinem Trauma konfrontiert und jetzt machst du den Brief nicht auf. In dem Moment, wo du den Brief nicht aufmachst, lässt du dieses kleine, schwer traumatisierte Kind im Stich. Das nenne ich mal retraumatisiert. Wenn wir ein Paar wären und ich mache dich blöd an, weil mir irgendwas nicht gefällt, dann gehe ich auf dich los, um das nicht zu fühlen. Retrauma, Retrauma, Retrauma. Der Mensch retraumatisiert sich ständig, wenn er am Handy rum, also immer wenn er das nicht fühlt, retraumatisiert er sich. Wenn er sich ablenkt, wenn er sich ablenkt, um etwas nicht zu fühlen. Ein Trauma fand in einem sehr sensiblen Moment statt, wo dieses Kind nicht wusste, ob es überleben wird. Wären die Eltern da gewesen, hätte es in den Arm genommen, dann hätte es diese Gefühle, die jetzt auftauchen, diesen Wahrnehmungsschock einfach loslassen können. Dann wäre es vorbei. Da das Gefühl eingefroren wurde und der Körper, wenn er es nicht weiß, nie mehr aufmacht, dann bleibt es eben so. Das heißt also, ein Kind, wenn ich das weiß, ich habe damals überlegt, ich bräuchte eine Zeitreisemaschine. Ich müsste einfach zurückreisen ins Jahr 1958, unsichtbar am besten, sonst denken meine Eltern, sie haben Dachschaden, und einfach beim Bauch meiner Mutter sein und dem Wesen, das da gerade ranwächst, sagen, ist alles cool, falls sie jetzt gerade nicht auf dich vorbereitet sind, ich bin da, das wird schon. Dann wäre nichts passiert. Dachte ich, in die Vergangenheit reisen kann ich. Bist du ja heute eigentlich, trotzdem. Und dann habe ich gedacht, ja, in die Vergangenheit reisen kann ich nicht, muss ich gar nicht, die Vergangenheit ist die ganze Zeit da. Ich muss nur die Augen schließen. Ich sage es mal bewusst salopp, ich sage meinen Patienten immer, oder Klienten, ich verschreibe ihnen jetzt ein Rezept.
Dreimal täglich vorm Essen 5 bis 10 Minuten freiwillig scheiße fühlen. Nehmen Sie einen Kontoauszug, wenn es hilft, um sich scheiße zu fühlen. Ist nämlich völlig finanzamt, ja. Immer dreimal scheiße fühlen, ja, am Tag. Ist völlig egal, denn dann unterbreche ich den Fluchtreflex. Ich übernehme die Verantwortung für meine Heilung. Ich setze mich hin, denke an was Negatives von mir, ist das Wetter oder irgendwas, was ich aushalten kann. Mein Gehirn denkt, es ist live, es zieht sich alles zusammen, dann lege ich meine Hände dahin und jetzt bin ich bei meinem Schmerz. Und dann musst du auch nicht darüber nachdenken. Du musst einfach nur fühlen, was als chemischer Prozess im Innern passiert. Ja. Und dem folgen oder dem reingehen. Einfach nur da sein. Aber eine Frage. Komm, ich habe festgestellt, es kam so ein Unwohlgefühl wie eine Blockade, ein bisschen Angst. Aber danach kam noch eine Angst. Also ich habe gemerkt, war das jetzt schon das Gefühl? Und dann habe ich gemerkt, wie wieder eine Blockade kam und mich da wie so ein Wächter wegzieht. Und dann dranbleiben und dann ist dieser freie Fall. Ja. Kannst du uns kurz erklären, was da eigentlich im Inneren passiert? Wieso Angst vor der Angst und was danach? Das ist der Punkt, das verstehen viele nicht. Der normale Mensch sagt doch, ich mache das doch schon alles. Ich lasse doch meine Gefühle zu und seinen Scheiß tust. Ich fühle schon. Ja, du fühlst schon, ja. Aber du fühlst maximal als unbewusster Mensch, konfrontierst du dich maximal, wenn überhaupt, mit der Angst vor der Angst. Du denkst, wenn ich das jetzt mache, hoffentlich falle ich nicht. Du hast schon Probleme mit der Angst vor der eigentlichen Angst und damit quälst du dich schon rum. Und da bist du auch noch ganz stolz, ist ja okay, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Und damit lassen sich viele abspeisen oder blöffen. Das ist wie eine Zwiebelschale. Schale für Schale schälst du ab. Manche sagen, sie sind geheilt oder erleuchtet, weil einfach mal die große Hofpause da ist. Es ist einfach ein bisschen Zeit, vielleicht ein Jahr, bis die nächste Schale kommt und dann kommt wieder was. Und sagen sie, oh Gott, ich habe bei Ihnen gar nichts gelernt. Sag ich, nein, das kommt halt jetzt, das machen Sie doch weiter. Es kommt der entscheidende Punkt, wo der Mensch sagt, aber was ist, sagen Sie mir, Herr Begelsbacher, wenn die letzte Schale kommt, das ist ja die Büchse der Pandora, wenn die letzte Schale sich geöffnet wird und ich komme um mein Trauma, dann sage ich, wissen Sie was? Dann werden Sie einem unglaublich liebenswerten kleinen Kind begegnen, das sagt, hey, du bist da, ich habe auf dich gewartet. Und wenn Sie verstehen, das ist ja gar nicht schlimm. Nein, natürlich nicht, ist Freude pur. Dieses Kind hat ja doch nur Angst, dass du nie kommst. Und wenn du dahin gehst, wie ich es sage, und das auflöst, langsam natürlich, dann ist es ein fließender, sehr schöner Prozess. Jetzt möchte ich ganz kurz noch, dass ich nicht vergesse, auf ein Thema eingehen, weil viele sagen, wieso schaffe ich es dann in letzter Konsequenz doch nicht? Oder ich schaffe es manchmal nicht. Ganz einfach, du bist drogenabhängig. Sag mal zu einem Heroinsüchtigen, lass es doch einfach. Der wird sagen, ja, wenn der Entzug anfängt, dann würde ich alles machen, um ihn fix zu kriegen. Also, was macht der Mensch? Er denkt, er ist schuld oder verantwortlich, weil er das Problem nicht löst. Nein, in dem Moment, wo du traumatisiert wirst, der Körper macht zu, weil Katecholamine, Stresshormone, den Körper überfluten. Und diese Stresshormone willst du nicht, aber du kannst nichts dagegen tun. Du weißt ja gar nicht, was passiert. Wie wenn du eine Frau entführst, du spritzt ihr Heroin, dass sie für dich auf den Strich geht. Das will sie natürlich nicht, sie wehrt sich, aber sobald sie abhängig ist von den Drogen, wird sie sagen, okay, ich will es zwar nicht, aber ich komme nicht mehr weg, bitte gib mir einen Fix. Wenn du mal ganz, ganz da unten bist, im Schmerz, die Leute, mit denen ich arbeite, schaffen es immer. Wenn du mal ganz da unten bist, es kommt was ganz, ganz Wichtiges. Wenn du ganz da unten bist, dann merkst du, wie sehr du in dieses Gefühl verliebt bist. Wie viel Macht es dir über die Umgebung gibt. Als kleiner Junge habe ich mich damals in einem Eck gesehen, total zusammengeschlagen, zusammengekauert, Angst vor der ganzen Welt zitternd. Und als ich dann in diesem Körper drin war, dachte ich, wow, das ist mein Zuhause. Da war ich ja schon immer. Die ganzen Inkarnationen und so. Da fühle ich mich ja richtig zu Hause. Das lasse ich mir nicht wegnehmen. Da habe ich gemerkt, wow, jetzt muss ich mich doch noch umbringen, weil ich kann das ja gar nie lösen, weil mein Körper will es nicht lösen. Meine Identität, dass ich nicht gut genug bin, hat er dafür gesorgt, also das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, hat er dafür gesorgt, dass ich erfolgreich bin. Ich muss immer zeigen, dass ich gut genug bin. Und jetzt sagt jemand, du bist toll. Dann muss ich sagen, was? Jetzt bin ich arbeitslos. Ich dachte, ich bin nicht gut. Ich habe nur eins gelernt, zu manipulieren, zu überzeugen, dass ich doch nicht scheiße bin. Und sagst du, ich bin okay, ich bin reine Liebe. Kann ich das mal kurz googeln? Zudem wüsste ich gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe keine Referenzerfahrung. Du bist so in dieses Gefühl verliebt, dass du da niemals raus möchtest, wenn du nicht weißt, wie. Und das ist der Punkt, wo viele sagen, oder ich sage, pass mal auf, das ist eine Sinuskurve. Das ist auf und ab im Leben. Zeig mal diese, wir haben nämlich so viel, wir müssen das jetzt hier machen. Das ist die beste Schulstunde meines Lebens. Vielen Dank. Das ist einfach das Leben, ein Auf und Ab im Leben. Ne? Das ist eine Sinuskurve, wir leben ja in der Polarität, in der Dualität. Oben, unten, heiß, kalt, hell, dunkel, positiv, negativ. Das sind auch die Gefühle. Ne? So, und jetzt, das sind die schönsten Gefühle, das sind die negativsten Gefühle. Jetzt bist du vielleicht ganz da oben,
kasperst oder dümpelst deinen Bauch deiner Mutter rum, alles easy going, alles cool sozusagen. Und auf einmal passiert ein Trauma, irgendwas, da kann die Mutter ja nichts dafür. Und dann fällst du. Der freie Fall geht dann nach unten. Du stürzt ab in dieses Gefühl. Bevor du da unten ankommst, macht das Gehirn zu. Sonst würdest du sterben. Das ist wie vom 10-Meter-Brett springen. Ja, vom 1000-Meter-Brett gefühlt, ja. Dann macht der Körper zu. Und da, das habe ich ja vorhin schon erklärt, er macht zu und dann entspannt er sich wieder ein bisschen, weil er gar nicht mehr weiß, warum habe ich zugemacht. Das heißt, er kommt dann, bist du hier unten, ist dein Ursprungstrauma, du kommst aber wieder ein bisschen da raus, weißt allerdings immer noch nicht, was ist jetzt hier eigentlich los. Das heißt, der normale Mensch lebt auf dieser Ebene, in ziemlich negativen Bereich. Jetzt gehst du zu jemandem und sagst, du, ich habe ein Problem, das sagt, ja, man macht es nicht mehr, dass man in Trauma geht, das macht man nicht. So ein Blödsinn. Geh doch da raus, jetzt willst du positiv denken, positiv machen. Das hat alles seine Berechtigung, wenn man es richtig anwendet, aber definitiv nicht, um sich davor zu schützen. Hier ist ein kleines Kind, das sagt, holte mich ab und du sagst, nö, kein Bock drauf, ich gehe lieber in Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist doch unlogisch, denn wenn ich, je höher ich komme, umso tiefer könnte ich fallen. Je höher ich komme, umso höher ist der Break-Even, irgendwann geht es doch eh wieder runter. Vor allen Dingen, selbst wenn es jemand schaffen würde und sagt, nee, Michael, deine Scheißmethode finde ich nicht gut, das ist super anstrengend, ich bin hier. Dann sage ich, ja, aber du weißt schon, dass du hier ständig Angst davor hast. Du kannst nie, wenn jemand sagt, ich bin verliebt, bin glücklich, sage ich, ja, das hast du genau nicht gehört. Jetzt hast du ja noch mehr Angst, dass die Frau vielleicht weg ist, du merkst es nur nicht. Opferland. Ja. So, und dann bist du hier, das ist deine Komfortzone, dein Opferland und wehe dein Partner. Jetzt kommt der Punkt, dir geht's aus Versehen besser. Das ist ganz schlimm, weil der Körper hat sich, das habe ich jetzt hier aufgezeichnet, der hat sich in dieser Zone ja an dieses Gefühl gewöhnt. Die Katecholamine, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol stimmt es nicht so ganz, das ist deine Drogenabhängigkeit. Du bist die ganze Zeit voller körpereigenen Drogen, daran hast du dich gewöhnt. Jetzt ist es natürlich blöd, wenn du positiv denken machst. Und die Frau sagt, ja Schatz, heute siehst du ja ganz gut aus. Dann hast du die nicht mehr. Dann kommst du, die Frau sagt, du siehst ganz gut aus, du denkst, meint jetzt mich? Was will die eigentlich von mir? Soll ich die Spülmaschine ausräumen oder so? Die will doch was von mir. Es kann nicht sein, dass sie einfach das sagt. Okay? Du kommst in den positiven Bereich. Achtung, ich werde jetzt gleich laut. Jetzt macht der Körper, Vorsicht, unkontrollierte Zone, Gefahr. Geh mal schön langsam wieder zurück, Schätzchen. Wer hat verdammt nochmal die Zugbrücke runtergelassen? Vielleicht zicken bist du denn. Jetzt ist die Frau immer noch lieb. Jetzt denkst du, wie mache ich das? Jetzt kannst du zur Frau sagen, sag mal Schatz, wann hast du eigentlich zum letzten Mal gesaugt? In der Hoffnung, dass sie sagt, ach, ich bin nicht gut genug. Und du, ja, sie macht mich blöd an, jetzt bin ich wieder zu Hause. Das heißt, das du merkt fängst gerade bei Menschen, die in einer guten Zeit sind und glücklich sind, sich wieder ins Muster zurückholen, weil es ihnen Sicherheit gibt. Das ist das Problem. Wenn du nicht verstanden hast, dass du drogenabhängig bist und dass du die Drogenabhängigkeit verstehen musst, aber nicht mit blöden Konzepten, ach ja, und so, ne, sondern du musst die Verantwortung übernehmen. Der Schlüssel zur Heilung ist dieser Schmerz. Nutze diesen Schlüssel und sag, okay, ich mache die EMB-Methode, ich setze mich hin, schließe meine Augen, dass mein Gehirn sich von der Außenwelt trennt. Und dann versuche ich immer an was Negatives zu denken, salopp formuliert, ich versuche mich scheiße zu fühlen. Und dann übernehme ich zum ersten Mal, wenn ich es zum ersten Mal mache, die Verantwortung für mich und höre auf draußen, wie es Weisheitslehrer sagen, du musst deiner Partnerin sagen, was lache ich, was interessiert die mich? Die hat ihr eigenes Problem, ich muss mich doch um mich kümmern. Wenn ich keine Beziehung zu mir habe, bin ich im Außen sowieso beziehungsunfähig. Ich bin der Hure, der seiner Frau immer alles recht machen möchte, aber nicht wegen ihr. Niemand kümmert sich um andere, sondern nur, dass sie mich nicht mit meinem Schmerz konfrontiert. Fühle ich es immer mehr. Dann komme ich weiter. Habe ich dich jetzt abgehakt? Macht dann nichts, der letzte okay. Satz war, dann fühle ich immer mehr. Okay. Trink kurz einen Schluck, weil, was hattest du vorhin gesagt, das ist die Energie, die Trauma-Energie. Die geht jetzt weg. Die geht jetzt weg, genau. Oh. So einfach ist es. Doch, wenn du müssen ja auch mal kurz eine Pause machen, um das auch zu verdauen, ja, weil, wenn man so viele Informationen bekommt, darf man die ja auch fühlen. Was anderes geht nicht. Corona. Ich mag das Wort schon gar nicht mehr. Ist es ein Bier? Ja, das ist Bier. Was ich meine. Okay. Also gerade da die Zeit habe ich empfunden als unfassbar triggermäßig in allen Bereichen. Okay. Zu Hause sitzen und Diskussion. Also eigentlich war es doch die Königsklasse in Arschloch von außen, dass ich eigentlich, ich war ja gezwungen zu Hause zu sitzen als Mensch, eine wunderbare Chance hatte, um alle Themen mit einem Schlag in anderthalb Jahren zu lösen, weil es wenn ist du so ja lange brauchst, ausgelassen gewesen. Kann man auch schneller machen. Wenn du so lange brauchst, ja, kann man auch schneller machen. Ich habe tatsächlich, als es die Ausgangssperre gab, dachte ich, wow, ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen, habe dann zeitlang auf der Straße gelebt, weil ich nicht mehr mir vorhalten lassen wollte, wann ich zu Hause sein müsste. Und jetzt war ich dann, was war es vor 2 Jahren? Wie alt bin ich denn? 28. Ja, genau. Ich bin 28. Also vor 2 Jahren
habe ich dann gedacht, wow, jetzt bin ich schon erwachsen und es schreibt man mir tatsächlich vor, wenn ich zu Hause zu sein habe. Dann kam eine unglaubliche Wut hoch und eine Ohnmacht. Dachte ich, wow, ich bin den ganzen Kaspern da draußen dankbar, weil jetzt kann ich den Teil, der in mir ist und sagt, wenn ich die erwische. Ich sage, nee, Schätzchen, lass mal den Scheiß. Corona ist ein Intelligenztest für die Menschen. Leider fallen halt die meisten durch, macht ja nichts. Und sei du nicht so doof und glaub, dass es mit irgendjemand da draußen zu tun hat. Wenn irgendjemand es schafft, in mir was auszulösen, dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dass er das macht, weil dann habe ich was nicht gelöst. Denn wenn irgendjemand mir was vorschreibt, dann mache ich mir immer klar, wenn es tödlich wäre, faktisch tödlich, weil jemand eine Waffe mir an den Kopf hält, dann haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Und weil ich mich sowieso kurzfristig wieder umbringen wollte, habe ich ein Problem. Ich sage, wollte mich eh umbringen, mach mal. Dann schaffst auch du ja Problem. Dann eh nicht. Wenn ich schon selbst nicht gesagt habe, schaffst verbockt, du es ne? schon gar genau. nicht. Das heißt also, immer wenn du dich gegen das, was da ist, wehrst, und das ist nicht im Außen, sondern das Gefühl, dann bist du verloren. Sagst du aber, okay, was löst es da draußen in mir aus? Meine Vergangenheit wird hochgeholt. Cool, dann kann ich ja da sein. Dann kann ich direkt fühlen, dann sitze ich da und denke immer, Wahnsinn, was da draußen abläuft. Nur weil die Menschen Angst vor sich selbst haben, fühlen sie da nicht hin und hinterfragen nicht, ob das alles so stimmt. Ich bin der ganzen Geschichte unendlich dankbar. Wow. Also raus aus der, also überhaupt erstmal zu erkennen, wir sind eine Reizreaktionsmaschine, ja, sobald wir einmal über was nachdenken. Und hinter all dem steckt eigentlich immer nur die Angst, was falsch zu machen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Warum habe ich gerade, also du triggerst mich ja auch gerade, sowohl positiv wie negativ. Und das Negative, darf ich sagen? Ich bitte darum. Weil das ist jetzt eine schöne Gelegenheit für mich, was zu üben. Wow, super. Ich habe ja auch meine Rahmensachen und so. Warum traue ich mich nicht, bei so Gästen wie bei dir dann irgendwann zu sagen, wir müssen zum Ende kommen? Und muss das irgendwie so verpacken, dass ich sage, ey Michael, cool, du musst wiederkommen. Mhm. Aber jetzt ist die Show vorbei. Wir müssen jetzt langsam auch ausklingen. Mhm. Was ist das für ein Thema? Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für dieses Kompliment. Denn wenn ich jetzt gerade nicht so wichtig für dich wäre, würde dein Körper sagen, naja gut, der Text, den ich hier gerade zumache, mal einen Cut, das Ding ist durch. Da aber irgendwas da sein muss, also jetzt hat jetzt nicht zwingend unbedingt was mit mir zu tun, aber dein Organismus sagt, okay, das gefällt mir einerseits womöglich, was der macht, und dann ist der so in seinem Element. Und wenn ich dem jetzt sage, Mikey, wir müssen abhauen, dann guckt er vielleicht so und dann denke ich wieder, oh Gott, er hat mich nicht mehr lieb, ich bin gleich tot. Wie kann ich dem jetzt beibringen, dass ich noch nicht bereit bin zu sterben? Also Michael, könnten wir eventuell mal drüber nachdenken, dass wir jetzt zum Ende kommen? Wenn nicht, dann mach ruhig weiter, weil ich bin noch nicht bereit, dir zu begegnen. Mach bloß keinen Scheiß hier. Gib mir mal die Puppe, bitte. Hast du noch irgendwas für mich mitgebracht, was wir vergessen haben eventuell? Weil das würde ich dir schon ganz gerne noch geben, den Raum. Ich wurde gebeten, Bücher mitzubringen. Ich bin jetzt nicht der PR-Mann. Ich habe es gemacht, aber gut, okay. Guck mal, mir ins Dekolleté auch noch. Ey. Naja, wir triggern heute alles, was hier geht. Burnout, das hast du geschrieben? Bei meinen Büchern, ja. Burnout mal anders betrachtet, weil es gibt's ja nicht wirklich. Das ist Unsinn, sowas zu sagen. Jemand ist nur ausgebrannt, weil er ständig vor sich wegläuft. Und weil es das Beste ist, was dir je passiert ist, hat dir nur noch keiner gesagt. Oh ja, genau, stimmt. Das ist der Untertitel. Ich bin ein Schnellleser. Ich musste überleben. Ja, genau. Und, was ich klasse finde, auch als Abschluss, leidest du noch oder lebst du schon? Die Bedienungsanleitung für unser Leben, da steht alles drin. Menschen, die zu mir kommen, brauchen immer nur ein, oder zu uns, meine Frau arbeitet auch schon seit 15 Jahren mit unserer Methode oder mit meiner, braucht immer nur eine Stunde, dann kann man mal endlich was machen. Dann merkt man, ich kriege Handlungskompetenz und es ist so schön, sich zu begegnen. Ich sage auch immer, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, du musst nur mal was machen. Also zu dir kommen auch Paare? Ja. Zu dir kommen Einzelmenschen? Ja. zu dir kommen, also du gibst auch Seminare, Vorträge, hast einen YouTube-Kanal, wo man echt tolle Beiträge sich angucken kann. Und wem das zu viel ist, dann kann sie dreimal, viermal angucken. Genau, und da ich sowieso nicht im allen helfen kann, also ich helfe ja niemandem, wirklich helfe den Menschen, dass ich selbst helfen lerne. Das wäre Größenwahnsinn zu glauben, dass ich heilen kann. Man muss ja auch nichts heilen. Also gut. So, das heißt, wenn Menschen sagen, okay, ich würde gern sehr, sehr schnell vorankommen, vor allen Dingen viel Zeit und Geld sparen. Ich habe extra wegen diesen Anfragen mal verschiedene Videokurse gemacht zu meiner Methode, zu Angst, zu Psychosomatik, ach, alles Mögliche. Das sind recht günstige Kurse, wo man ja sein Leben lang vor- und zurückspulen kann mit MP3-Files zum Runterladen, dass man was machen kann. Denn man kriegt vielleicht nicht immer einen Termin bei mir, das gibt längere Wartezeiten manchmal. Also wie heißt der Kanal?
YouTube-Kanal ist einfach Michael Begelsbach eingeben. Und auf meiner Webseite findet man auch den Link zu meinem Mitgliederbereich, wo man sich die ganzen Kurse mal angucken kann. Ich bilde auch in meiner Methode aus. Nicht nur vor Ort schon seit 25 Jahren, sondern es gibt jetzt seit Mai auch einen Online-Kurs, wo man das alles lernen kann, so zu arbeiten wie ich. Und circa 50% der Leute, die zu meinen Ausbildungen kommen, machen es nur für sich. Die sagen, so günstig kriege ich keine Therapie sowieso nicht. Und dann habe ich ja noch eine Ausbildung. Und es bräuchte viel mehr wie uns, die Menschen, gerade ihr mit eurem genialen Sender, die Menschen informieren, sagen, wir wollen was machen, dass die armen Menschen, die ja nichts dafür können, mal aus dem Bewusstseinsschlaf rauskommen und sagen, wow, ich war immer ein Gefangener meiner Biochemie und konnte nie freiwillig was entscheiden. Das ist schade. Hm. Wow. Also bei mir passiert gerade ganz viel. Mhm. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, oder? Nee, aber wenn du das jetzt fühlen magst, was du gerade fühlst, dann bist du dir sehr nahe. Du bist die Einzige in diesem Universum, die das fühlen kann. Niemand kommt so nah an dich ran wie du. Das ist das Schöne. Der Schmerz ist der Schlüssel zur Heilung. Wir haben den in uns. Du hast eben gesagt, Heilung braucht es nicht. Es braucht ja, das, nur Gefühle. Es gibt ja nur fühlen. Die... Was soll denn nicht heil sein? Das ist ja, aus der absoluten Wahrheit heraus sind wir hier und haben das erschaffen. Um zu lernen. Wenn du wieder in die Liebe zurück möchtest, in die Einheit, musst du erstmal durch das Tor des Vergessens und du willst ja in diesem Leben durch diesen wundervollen Körper mit seinen Tausenden von Rezeptoren willst du Erfahrung sammeln. Viele sagen, ich weiß, was du meinst, ich habe es gemacht und es hilft nicht. Ich sage, ja, du hast hier geglaubt, dass du fühlst. Du hast immer geglaubt, du fühlst. Komm mal zu mir, Schätzchen. Ich zeig dir, was Gefühle sind. Und zwar sehr liebevoll. Da merkst du, wow, ich dachte immer, ich arbeite an mir. Das war mein Ego, das mich ausgetrickst hat. Ich war ja nicht mal ansatzweise da dran. Wer das einmal erfahren hat, würde nie mehr sagen, das sagen meine Klienten am Anfang auch, wie lange dauert es denn eigentlich, bis ich geheilt bin? Sag ich, oh, sie haben gerade erfahren, dass sie mit dem inneren Kind schwanger sind und wollen schon los haben. Donnerwetter. Hm. Eine Frage noch zum Abschluss. Was fühlst du denn gerade? Unglaubliche Liebe, Respekt dir gegenüber oder auch dem Team, dass ich um mich herum fühle, wie aufmerksam die sind, auch wenn ich sie nicht sehe. Ja, also Liebe letztendlich für mich auch. Weil ich mal kapiert habe, ich bin gar nicht so doof, wie immer alle gesagt haben, weil ich so provokativ bin. Und weil es einfach, weil wir alle miteinander, das sind jetzt wieder Konzepte, aber die kann man ja fühlen, wir sind miteinander verbunden. Wenn wir sehen können, wie wir alle mit allem verbunden sind, auch mit dem Tisch, dann werden wir sehen, es ist alles da, alles ist pure Essenz, nenn es Liebe und unser Ego möchte uns davon abhalten. Und unsere Aufgabe ist es, zurückzufinden, das ist alles hier. Und wer hierher kommt auf diesen Planeten Erde, in diesen Fleischsack, wie es die Buddhisten nennen, muss ich klar machen, das sind nur Meisterschüler, die hierher kommen. Niemand hält es in diesem Körper aus, unbewusst. Daran sterben halt die meisten. Oder kaspern halt in einem anderen Universum wiederum oder reinkarnieren, bis sie kapiert haben, ich lebe in einer Zeit, wo mir von außen gezeigt wird, dass es nur um mich geht. Dann, wenn ich mich mit mir verbinde, die Trennung zwischen meinem inneren Kind und mir aufhebe, ist auch ein Seelenanteil von mir, ich hole es an mich, dann bin ich ganzheitlich und dann kann ich das da drumherum fühlen und sagen, ich bin eins mit allem jetzt. Und zwar fühlen. Sonst sind es nur kluge Sprüche. Also ich fühle mich sehr, sehr dankbar, um die Frage konsequent zu beantworten, dass du so tolle Fragen stellst. Also ich stelle gerade fest, ich habe nie mit Puppen gespielt, in meinem ganzen Leben nicht. Mhm. Ich war ein kleiner Junge. Ja. Also Zeit wird's. Mhm. Hier eine Puppe zu kaufen. Ich habe neulich eine gefunden in Kleinmachnow. Da haben die gerade entrümpelt, bin ich vorbeigefahren und da lag so eine Babypuppe. Aha. Oh Mann, die hat mir schon angekündigt, wer kommt. Mhm. Danke für alles, für alles. Ich danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Vertrauensvorschuss auch, sonst hätte ich mich ja nicht eingeladen. Danke. Ah, du merkst, ich habe Schwierigkeiten mit Trennung. Ich mache es jetzt ganz kurz und knackig. Danke, danke und ich habe euch alle lieb. Und ich freue mich natürlich, wenn wir euch heute getriggert haben. Denn dann haben wir unseren Job heute richtig gut gemacht. Dann fühlt doch mal rein. Leidest du noch oder lebst du schon? Tschüss und bis bald. Und denk dran, wir sehen uns auf dem Welt im Wandel-Kongress.